Moin Leute, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. YouTube Deutschland, seid gegrüßt. Und natürlich auch alle fremdsprachigen Länder und jeder aus jedem Land, der jetzt gerade zuguckt. Wir haben heute ganz neue News zu Warzone, beziehungsweise zu der neuen Warzone-Map, die dazukommt. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich euch gerne einen Clip einsenden. Und ich möchte, dass ihr mit mir zusammen dieses Gefühl erlebt. Das heißt, ihr müsst in diesem Moment genau das tun, was ich euch sage. Vertraut mir, Leute, es wird sich lohnen für euch. Macht die Augen zu, macht die Augen zu. Es ist vielleicht auch gar nicht so tragisch, wenn ihr mich mal nicht seht. Es ist vielleicht für manche Augen auch besser. Macht die Augen zu und versetzt euch in meine Lage. Ihr geht gerade im Stream mit dem Live-Chat auf Dark Matter für eure Waffen in Cold War. Ihr habt diese eine letzte Herausforderung vor euch. Ihr spawnt in die Map rein, ihr seid auf Raid, ihr kennt Raid auswendig. Ihr habt eine ganze Party, 5 Freunde aus eurer Community sind mit euch auf der Map gerade gespawnt. Ihr wisst, ihr müsst diese Herausforderung schaffen, ansonsten seid ihr gescheitert. Ihr spawnt mit auf die Map, die Augen sind immer noch zu, Leute. Die 5 Leute sind mit euch da und wollen euch helfen, dass ihr eure Kills schafft. Und jetzt, Leute, macht die Augen auf und guckt euch an, was passiert ist. Zieht euch an. Wie... Wenn ihr also Lust habt, bei den völlig Bekloppten mit dabei zu sein, ich streame jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag auf Twitch. Ihr könnt mir da sehr, sehr gerne folgen. Ist natürlich kostenlos für euch. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen dort auch mal sehen würde. Kommen wir also zu dem neuen Thema, Leute. Und, das muss man auch dazu sagen, ich war bei einem sehr, sehr bekannten, großen deutschen Content-Creator vor ein paar Tagen im Stream, der mir, und das fand ich mega geil, ich werde den Namen nicht sagen, ich habe keinen Bock dazu geiern, der mir gesagt hat, dass er mich abonniert hat seit gewisser Zeit, dass er meine Videos feiert, dass ich aber eben aufpassen muss, dass mit dem, was ich habe am Potenzial und mit euch als Community, nicht zu sehr in die negativen Vibes reinlaufe, auf Dauer. Und da bin ich ihm sehr dankbar fürs offene Feedback. Für mich natürlich ein tolles Zeichen, dass ich weiß, dass meine Arbeit auch anderweitig noch gesehen und gewertschätzt wird. Deshalb, Leute, versuchen wir das Ganze heute so positiv wie möglich zu gestalten. Ich habe euch vor mehreren Wochen schon gesagt, dass die neue Warzone-Map im Prinzip bestehend aus den einzelnen Fireteam Dirty Bomb Maps bestehen wird. Das heißt, all diese Fireteam Dirty Bomb Maps, die wir in Cold War aktuell haben, die man als Modus spielen kann, sind bzw. sollten Teile von der neuen Warzone Map sein. Die neue Warzone Map sollte oder hatte den Namen im Prinzip Ural Mountains. Das heißt, wir gehen so ein bisschen in den Osten. Das würde mit Cold War ja passen. Jetzt in einem Event von... Dinge haben sich bei Activision und Treyarch geändert und eventuell ein paar Sachen, die da irgendwie hinter den Kulissen nicht ganz so sauber laufen, wie sie sollen, haben wir jetzt vor kurzem, nämlich heute im Prinzip die Info bekommen, dass das Ganze nicht mehr so sein wird. Wir werden keine komplett neue Warzone-Map bekommen. Jeder von euch, jeder von uns hat sich eigentlich darauf gefreut, dass wir jetzt mit dem Beginn der Season 3 am 22. April eine komplett neue Map bekommen. Also kein Remake, keine kleinen Änderungen, sondern einmal eine komplett neue Map. Aufgrund von DMCA-Richtlinien darf ich in diesem Video natürlich die eigentlich neue Ural Mountains Map nicht teasern, aber ich darf es auf meinem Discord-Channel und Leute, unten in der Beschreibung ist mein Discord-Channel, dort habe ich euch die Map reingefügt. Das heißt, wenn ihr euch angucken wollt, wie diese Ural Mountains Map eigentlich jetzt ausgesehen hätte, einfach auf den Discord raufgehen, im Community-Chat seht ihr sie ganz einfach und könnt da mit den Jungs aus der Community auch drüber diskutieren. Warum bekommen wir sie jetzt nicht neu? Da gibt es im Prinzip aktuell 2 Leaks oder Gründe für. Der erste Grund ist, Raven Software zusammen mit Activision, zusammen mit Treyarch sind in der Zeit nicht damit fertig geworden, die komplette Ural Mountains Map fertig zu bekommen, weshalb wir jetzt eine neue, in Anführungsstrichen überarbeitete, alte Verdansk Map bekommen.
wo unter anderem der Damm weggesprengt ist, wo unter anderem das Krankenhaus nicht da ist, sondern nur Zelte aufgebaut sind, wo unter anderem der Bahnhof gerade erst im Bau ist, wo unter anderem das Stadion gerade im Rohbau ist, das heißt im Prinzip ganz offen, man kann da fast komplett durchlaufen, alles Mögliche. Die neue Warzone-Map wird euch komplett bekannt vorkommen, weil es im Prinzip zurück ins Zeitalter 80er Jahre geht. Wir sind also sozusagen von Verdansk 20 Jahre zurück, aber eben mit sehr, sehr vielen Keypoints, die ihr bereits kennt, die wir bereits kennen. In erster Linie ist das eigentlich Grund genug, um erstmal enttäuscht zu sein. Ich glaube, viele von euch Warzone-Freaks freuen sich riesig drauf, dass sie eventuell jetzt eigentlich eine neue Map bekommen sollten. Der zweite Grund, warum sie die jetzt anscheinend so verändert haben und nicht die neue Ural Mountains Map, und das ist so ein Punkt, eigentlich würde ich jetzt komplett drauf bashen, das mache ich aber nicht, sondern sage es ganz nüchtern und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, da werde ich mich jetzt ein bisschen heute zurückhalten. So wie es aussieht, soll ja eine Schwimmmechanik mit ins Game integriert werden, so dass wir mit der normalen Modern Warfare Engine spielen, aber eben, dass wir schwimmen können. Das war bei der Ural Mountains Map anscheinend, das ist nicht bestätigt, sind nur die Leaks, die so ein bisschen rausgekommen sind, aber das Ganze kommt von Leuten, die in den letzten Monaten da sehr, sehr oft richtig lagen. Anscheinend haben es die Entwicklerstudios nicht in der Zeit hinbekommen, diese Schwimmmechanik ins Game zu integrieren. Da kann jetzt jeder von euch halten, was er möchte. Jeder kann sich seine eigene Meinung dazu bilden. Wir reden hier von AAA-Studios, wir reden hier von einem AAA-Game-Titel, wir reden hier von einem AAA-Game-Publisher. Im Prinzip haben wir hier finanzielle Mittel bis zum Umfallen. Ich kann mir einfach und will mir nicht vorstellen, dass das Verschieben von dieser Map jetzt auf das neue COD dann daran liegt, dass Schwimmmechaniken nicht hätten integriert werden können. Bei aller Liebe, Leute, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist aber im Prinzip eins von den zwei Gründen, die wir aktuell haben. Das heißt, die neue Warzone-Map, im Prinzip Ural Mountains, ihr könnt sie wie gesagt auf dem Discord bei mir anschauen, werden wir, und da sind dann eben auch die einzelnen Fireteam Dirty Bomb Maps Bestandteil dieser Map, ähnlich wie wir es im Blackout hatten, wird dann zum neuen Call of Duty, was Call of Duty WW2 Vanguard aktuell als Arbeitstitel hat, eben Ende des Jahres erst released. So wie es jetzt aussieht, Fantu hat da heute schon ein passendes Video zugemacht und hat da schon die Infos rausgekloppt. Das neue Call of Duty hat ja den Arbeitstitel Call of Duty WW2 Vanguard, spielt ja in einem fiktischen Zeitalter, wo der Zweite Weltkrieg nicht 1945 endet, sondern wo es noch weitergeht. Und er sagte schon sehr passend, im Prinzip könnte man sich's gut vorstellen, die Nazis haben ja damals im Zweiten Weltkrieg auch an ganz, ganz kuriosen Dingen geforscht, haben ja auch Menschenversuche gemacht und haben an Waffen geforscht und die V2-Rakete damals war ja nur eins von diesen Dingen, die sie da irgendwie versucht haben. Es würde dem Ganzen natürlich ein paar Möglichkeiten und Potenzial geben, aber letzten Endes, wir wissen eins nur aktuell, das neue COD wird heißen Call of Duty Vanguard. Mehr nicht, kein WW2, kein gar nichts. Sledgehammer Games hat das Ganze ja bereits selber geteased. Zum Neujahr, da haben sie geschrieben, Licht aus, Licht an, auf zum neuen Versuch. Nachdem man ja wusste, dass WW2 so im Nachhinein vielleicht nicht das beste COD aller Zeiten war. Auf jeden Fall ist es eben so, dass wir die neue Ural Mountains Map mit den Fireteam Dirty Bomb Bestandteilen erst zum nächsten COD bekommen. Das heißt, wir werden jetzt mit der Season 3 wahrscheinlich wieder die Integration bekommen von ein, zwei neuen Waffen. Die in MW haben wir ja schon wieder ein, zwei Waffen, die jetzt irgendwie schon in der Pipeline die ganze Zeit sind, die im Warzone noch nicht mit drin sind. Wir werden über Cold War mit Sicherheit auch noch ein oder zwei neue Waffen bekommen, mindestens über den Season Pass. All das wird jetzt dann mit der Season 3 passieren. Und wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, kann man eigentlich nur eins hoffen für uns alle. Die Integration von der neuen, überarbeiteten Map muss 100% diesmal funktionieren. Es gibt keine Entschuldigung mehr dafür, dass wenn der Content, der jetzt eigentlich kommen sollte, schon so gekürzt wird und verändert wird, dass die Integration wieder 4 Wochen dauert. Es kann nicht sein und es darf nicht mehr sein, weil dann werden auch die letzten Warzone-Spieler, die richtigen Hardcore-Freaks in Warzone, auch ihre Sachen packen. Es kann, darf und wird nicht sein, hoffentlich, dass sie es wieder nicht hinkriegen, dass die Games ordentlich laufen. Dazu ein Request, die ich habe, die viele
viele Zombie-Spieler haben. Ganz viele von euch haben sich mit ganz, ganz viel Aufwand Zombie Dark Aether erspielt und können es in Warzone als Tarnung nicht nutzen. Das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich hoffe also, dass mit der Season 3 dieses Thema angegangen wird. Es gibt ein Trilloboard oder Billoboard oder wie das heißt. Da kann man als Community für die Game-Entwickler, auf Twitter könnt ihr das sehen, Vorschläge reinschreiben an Sachen, die bearbeitet werden müssen. Dieses Trilloboard hat aktuell 134 Seiten, Leute. 134 Seiten mit Bugs, Problemen, Beschwerden und ähnlichem. Manche Sachen etwas gröber, manche Sachen nicht ganz so wichtig. Wenn ihr also irgendwas habt, zum Beispiel, dass ihr zu den Unglücklichen gehört, deren Account gehackt wurde und ihr kriegt ihn nicht wieder, oder dass ihr gebannt wurdet, obwohl ihr nichts getan habt, oder dass ihr das Game andauernd komplett runterladen müsst, oder, das ist jetzt ein kleiner Fix von mir, bevor ich sage, lasst gerne ein Like da, Abo ist natürlich auch gerne gesehen, kostenfrei sowieso. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr teilweise das Game nicht mehr richtig starten könnt und er sagt euch immer wieder irgendein Fehler, lade runter, geht in Modern Warfare und ladet die einzelnen Teile der Kampagne neu runter. Ihr habt ja immer diese Auflistung, was ihr runterladen wollt. Bei den meisten hat das bisher geholfen, so dass ihr zumindest wieder spielen könnt. Das heißt, Leute, ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht darüber, dass wir wieder nicht das bekommen, was geteased wurde, sondern dass Activision, Treyarch, Infinity Ward, Raven Software, wer auch immer jetzt hauptverantwortlich ist aktuell, dass das Ganze wieder geswitcht wurde, aber man muss es dazu sagen, wir können es nicht ändern. Das heißt, entweder wir boykottieren das Ganze oder wir akzeptieren das so und hoffen, dass unsere Geduldslinie und unsere Nerven das wirklich aushalten. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich bin raus, Freunde. Haut rein.